Oh, jetzt lass mich das mal. So. Und nochmal. Jetzt ist es ja hier. Ist er gerade wie im Nest? Was ist denn hier los? Ich bin immer nach dem anderen angetroffen. Dann haben sie nicht mal was. Der hat auch nicht. Ich muss irgendwo hier hinter wahrscheinlich. Mitten durch die Wüste und ich habe nichts dabei zu trinken oder ähnliches. Ja, es ist soweit. Ein Diakoris. Probieren wir uns doch mal an den. Der sieht jetzt auch gerade ganz sicher von oben aus. Vielleicht noch ein paar Atmen. Bis jetzt siehst du noch ganz gut aus mit dem hier. Und wir machen langsam. Ah, eine Toriskeule! Wir haben eine! Wow, eine. Und hier war da ein Schnüffler? So, und dann probieren wir uns die gleich hier, ob wir hier auch gleich noch irgendwas mit Schnüffler-Lände kriegen. Das wäre natürlich auch wunderbar. Und dann werden wir nämlich schon bald Level 26. Nein! Kommt der jetzt alleine wieder an oder haut der ab? Der. Ach, da dürfen wir den nicht abhauen lassen. Jetzt haut er bestimmt gleich wieder ab, hä? Macht das nur immer. Er macht's nur immer. Also ich denke mal auf jeden Fall, dass es jetzt inzwischen ein bisschen schneller geht, so vom Kampf her. Ich verliere nicht mal also nicht mehr so viel. So von 5. Euer Ziel ist zu weit weg. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. Ja, ich könnte jetzt das nicht einsetzen, weil es ja nur in der Abklingzeit war. Und das hat halt ein bisschen gedauert. Ansonsten hätte ich es gerne eingesetzt. Und? Torisleder? Ne, ich brauche eine Torisleute. Keule. Leute. Wenn der. Dann hätte ich ja schon fast alle. Was die angeht. So, der wird gleich abhauen. Ich darf keine 3 drücken. Das ist kein gültig, so, das steht nämlich dadurch viel schneller. Schade, das ist Rohleder. Und so, keine 3 drücken, keine 3 drücken. Das inzwischen. Wir haben jetzt so einen riesen Heiltrankverbrauch. Wird mir auch jeder Vogel zeigen. Ha! Schnüfflerlände. Hat nicht viel gebracht, aber naja.
Das kann trotzdem so sein. Der schaut bloß mal zu. Oh, lass mich ja in Ruhe, den brauche ich nicht. Nein. Euer Ziel ist zu weit weg. Nein. Euer Ziel ist zu weit weg. Nein, 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 nein. Was hier? Nein. Nein. Okay. 4 von 5. Und einer noch. Und der hat bestimmt nicht. Kann ich fast wetten, dass der nicht hat. Also glaube ich zumindest. Ich spiele es halt, ich könnte es fast wetten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Man soll sich ja auch nie zu sicher sein. Schneller. Das ist kein gültiges Ziel. Hat er auch nicht mehr geschafft und damit haben wir die fertig. Oh, und jetzt brauchen wir bloß nur diese Diatoris. Und dann, wenn wir die nämlich schaffen. Dann haben wir es geschafft. Na, dem mal. Dass wir hier auch die mal wieder ein bisschen benutzen. Die hauen wenig nicht ab. Aber toppen auch nicht so häufig. Ebenfalls, was soll ich überhaupt jetzt hier machen? Alte Arschanten. Ist wieder so ein Schnüffler. Aber hier könnte es sein, dass wir hier schon mal waren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die tun mir auch nicht. Ne, die tun mir was. Oh, das sind Zauberer. Euer Ziel ist zu weit weg. Das ist ja nicht schön. Das, ich weiß nicht, ob das die sind. Und da sind wir. Da sind wir Level-Dings. Wir sind falsch gelaufen. Wir hätten dort hoch müssen. Oh nein. Dann laufen wir halt dort hoch. Können wir das einsetzen? Vielleicht geht es da ein bisschen schneller. Wir könnten natürlich auch fliegen, aber das geht nicht. Okay. Das war ja bloß eine Idee. Ich müsste da hier auch noch irgendwie des Rennens. Und für 35%. Ja, wenigstens was. Ach, da ist ein Elias Geist. Ich würde gerade sagen, greift er mich doch nicht an, aber macht er doch. Hätte mich jetzt schon stark gewundert. Ich glaube, ich komme heute fast gar nicht zum Vorlesen. Das läuft ja ganz gut. Schandenwaffe und das. Da. Ansonsten lese ich das nächste Mal in der Aufnahme vor. Also, wenn das jetzt nicht wird. Wenn es aber wird, dann lese ich das halt jetzt noch vor. Aber ich muss erstmal gucken. Weil ich dachte, wir müssen uns wieder mehr ausruhen und so. Wenn das auch nicht so ist, dann brauchen wir das auch nicht. Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht mit dem Themen. Was ich am Anfang gesagt habe, was ich in der letzten Aufnahme müsste das gewesen sein. Start gesagt habe. So, das. Parieren nehmen wir mit. Geld aus alter Zeit. Das nehmen wir auch gleich. So. Mal schnell hier die Umfrage.
ausfüllen. So, und dann nehmen wir den. Und die 2. Da haben wir jetzt ein normales Wundermittel. Was steht der? 27 können wir jetzt der auch von. Da haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Ich glaube, so drinnen werden wir es nicht haben. Dass wir die jetzt unbedingt aufheben müssen. Warum macht denn der das so aus der Entfernung? Das ist ja. Und bäm. Kein gültiges Ziel. Bäm, bäm. Von 10. Wir machen jetzt ja alles mal alle. Weiß nicht warum, aber wir machen das erstmal. So. Was gibt's denn noch so? Was ist denn Analdose? Analdose-Ditierung. Ich kann es gerade nicht entziffern. Normales Lebenselixier. Analdose-Ditierung. Ist ein Dämmerschlaf. Ach, steht da daneben. Das werde ich wohl nicht nehmen. Hat wohl keine Gründe, warum es mir als gar nichts angeboten hat. Wahrscheinlich nicht sehr schön. Das wird nicht sehr schön sein, denke ich einfach mal. Und auch wird das mir auch was gar nichts angeboten haben. Und. Ja, ich brenne hier gerade. Jetzt machen wir hier mal einen Verband. Der wird uns den mal gleich angreifen. Darum greifen wir den zuerst an. Wir haben jetzt ja schon 4 von 10. Eine Waffe aus alter Zeit. Treu. Ich weiß nicht, ob die zaubern wollen und dann es nicht hinkriegen, weil wir zu sehr drauf einhauen. Also, dass wir sozusagen den Zauber unterbrechen, weiß ich gerade gar nicht. Sieht aber manchmal ganz so danach aus. Ne, jetzt auf jeden Fall, weil er gerade gestorben ist. Die Verstärkung brauche ich nicht unbedingt. Und 1. 3. Nenn ich. Danach ruhen wir uns erstmal kurz aus. Würde ich sagen. Dann kann ich mich was vorlesen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Wir holen uns hier mal schnell aus. So, dann lese ich mal hier vor. Das ist jetzt schon die zweite Seite, weil die anderen sind ein bisschen privat und darum sage ich das nicht. So, die Operation wird durchgeführt. Da gibt es 3 Möglichkeiten. Halt die in örtlicher Betäubung, was ich vorhin erzählt habe, in Vollnarkose, was, wenn es nicht unbedingt einen Grund dafür gibt, 250 € kostet. 250. Und in örtlicher Betäubung mit Analdosedierung. Keine Ahnung, ist ein Dämmerschlaf irgendwie. Dabei wird die den Weisheitszahn bedeckende Schleimhaut eröffnet und vom Knochen gelöst. Wenn nötig, wird auch etwas Knochen mit einer kleinen chirurgischen Fräse entfernt. Dann wird der Zahn je nach Situation im Ganzen oder nach Durchtrennung entnommen. Bei mir meinte er wahrscheinlich in 3 Teilen, dass die den oberen Zahn entnehmen und dann
jeweils einen Teil von der Wurzel extra.